In diesem Video zeige ich ein anschauliches Rezept, wie man eine Matrix in die jordanische Normalform bringt und die dafür benötigten Hauptvektoren berechnet. Ich möchte es an einem möglichst einfachen Beispiel einer 2x2-Matrix demonstrieren, damit wir möglichst wenig Rechenarbeit haben und uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Wir betrachten die Abbildung dieser Matrix auf einen Vektor v und schauen uns das dadurch erzeugte Vektorfeld w an. Wir betrachten uns dafür hier eine Gruppe von Einheitsvektoren und wenden nun auf diese Einheitsvektoren diese Abbildungsmatrix an. Zuerst auf den Vektor 1, 0. Das gibt den Vektor 3, minus 1. Der sieht so aus. Genauso verfahren wir jetzt mit allen anderen Vektoren dieses Einheitskreises und es entsteht diese Ellipse. Wir erkennen, dass wir in dieser Richtung einen eigenen Vektor haben, denn dieser Vektor, der hat sich bei der Abbildung in seiner Richtung nicht verändert. Er wurde nur in der Länge um den Faktor 2 vergrößert, also haben wir einen Eigenwert 2 zu diesem Eigenvektor. Leider gibt es in dieser Abbildung keinen zweiten Eigenvektor. Denn alle anderen Vektoren wurden irgendwie in der Richtung gedreht. Wir stellen uns nun die Frage, gibt es nicht eine einfachere Matrix als diese, welche die gleiche Abbildung erzeugt? Diese einfachere Matrix nennt man dann entweder eine Diagonalmatrix, wenn sie nur Elemente auf der Hauptdiagonalen hat, oder die Jordan-Matrix, wenn auf der Nebendiagonalen noch Einsen vorhanden sind. Geometrisch bedeutet der Übergang von dieser Matrix auf die Jordan-Matrix, dass wir hier einen Basiswechsel vornehmen, also anstelle der x- und der y-Achse wählen wir nun ein Koordinatensystem entlang eines Eigenvektors und hoffen, dass wir dadurch eine einfachere Darstellung dieser Matrix erhalten. Leider sehen wir in diesem Beispiel auch, dass es keinen zweiten Eigenvektor gibt, den wir bräuchten, um ein vollständiges Koordinatensystem aufzuspannen. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass diese Matrix hier nicht vollständig diagonalisierbar ist. Aber vielleicht gelingt es uns, einen zweiten wichtigen Vektor zu finden, den sogenannten Hauptvektor. Wir sehen, dass der hier symmetrisch zum Eigenvektor liegt und hoffen, dass uns dieser Hauptvektor bei der Darstellung der Matrix weiterhilft. Schauen wir uns nun das Rezept an, wie man eine solche Matrix zu diagonalisieren versucht. Im ersten Schritt berechnen wir die Eigenwerte. Wir nehmen uns die Eigenwertgleichung her. Matrix A angewandt auf einen Vektor v soll wiederum eine Zahl Lambda den Eigenwert ergeben, mal diesen Vektor v. Um diese Gleichung zu lösen, bringen wir Lambda auf die linke Seite und multiplizieren ihn mit dem Einheitsvektor, damit wir ihn mit der Matrix A verrechnen können. Das heißt, in unserer Matrix A wird nun in der Diagonalen überall der Eigenwert Lambda abgezogen. Dann können wir hieraus das sogenannte charakteristische Polynom aufstellen. Das heißt, wir bilden das Produkt der Diagonalelemente und ziehen davon das Produkt der Gegendiagonale ab, so wie wenn man eine Determinante ausrechnet. Dieses Polynom soll 0 ergeben und die Lösung dieses Polynoms sind die Eigenwerte Lambda. Nun multiplizieren wir diese Gleichung aus. Wir bekommen eine quadratische Gleichung, die wir mit der PQ-Formel lösen können. Und wir erhalten zwei Lösungen. Lambda 1 ist 2 und Lambda 2 ist ebenfalls 2. Wir bekommen also in diesem Fall nur einen einzigen Eigenwert 2, der aber eine doppelte Nullstelle dieses Polynoms ist und damit eine algebraische Vielfachheit von 2 besitzt. Als nächstes berechnen wir die Eigenvektoren. Die Menge der Eigenvektoren nennt man auch den Kern dieser Matrix. Dazu stellen wir wieder unsere Eigenwertgleichung auf in der umgestellten Form und setzen nun den vorhin bestimmten Eigenwert von Lambda gleich 2 in diese Gleichung ein. Das heißt, in unserer Matrix steht dann hier 3 minus 2 ergibt 1 und 1 minus 2
ergibt minus 1, haben wir eine neue Hauptdiagonale. Und unseren zu suchenden Eigenvektor v schreiben wir mal mit a1 und a2. Führen die Multiplikation der Matrix mit dem Vektor aus und erhalten ein Gleichungssystem a1 plus a2 gleich 0. Das löst sich natürlich zum Beispiel mit dem Vektor 1 minus 1. Und die zweite Gleichung löst sich mit dem gleichen Vektor. Wir erhalten also nur einen einzigen Eigenvektor 1 minus 1. Insgesamt bedeutet das, wir haben einen Eigenwert 2, der eine geometrische Vielfachheit von 1 hat, nämlich nur einen Eigenvektor, aber eine algebraische Vielfachheit von 2. Es war ja eine doppelte Nullstelle. Wenn diese Beziehung gilt, dass die geometrische Vielfachheit kleiner ist als die algebraische Vielfachheit des Eigenwerts, dann ist die Matrix A nicht diagonalisierbar. Also nicht vollständig diagonalisierbar, aber sie lässt sich zumindest noch mit einer Jordan-Matrix darstellen. Diese Jordan-Matrix enthält dann die Eigenwerte, in unserem Fall Lambda gleich 2, in der Hauptdiagonalen und ansonsten nur noch Einsen in der oberen Nebendiagonalen. Und für eine 2×2-Matrix gibt es nur eine Möglichkeit, wie unsere Jordan-Matrix dann aussehen kann. Nämlich so, hier stehen unsere Zweien auf der Diagonalen und es gibt ja nur einen Platz in der oberen Nebendiagonalen. Da muss dann die 1 hin. In der jordanischen Normalform brauchen wir hier immer eine 1. Hätten wir keine 2×2-Matrix, sondern eine größere Matrix, verläuft das Verfahren ähnlich. Angenommen, wir hätten eine 6×6-Matrix mit einem dreifachen Eigenwert 3, einem zweifachen Eigenwert 2 und einem einfachen Eigenwert 1. Dann ordnet man diese Eigenwerte zunächst mal hier in der Hauptdiagonalen an, teilt dann die Matrix in sogenannte Jordan-Blöcke ein, das sind Quadrate um die jeweiligen Eigenwerte und füllt dann die Nebendiagonalen in jedem einzelnen Block mit Einsen auf. Dadurch hat man diese gesamte 6×6-Matrix wieder in kleine Blöcke, die ja zum Beispiel in eine 2×2-Matrix unterteilt, sodass wir genauso weiter rechnen können wie zuvor. Als nächstes möchten wir noch die Transformationsmatrix T aufstellen. Das ist die Matrix, die unsere Jordan-Matrix J wieder in die ursprüngliche Matrix A zurückformt. Das funktioniert so, dass man sie zunächst von rechts mit der Inversen von T multipliziert und links mit der Transformationsmatrix durch diese beidseitige Multiplikation. Wir erkennen das als einen Basiswechsel. Kommt wieder unsere ursprüngliche Matrix A heraus. Dieses Aufstellen der Transformationsmatrix T folgt nach diesem Rezept. Wir können allgemein sagen, die Spalten der Transformationsmatrix sind einfach die Eigenvektoren von A. Nun ist es ja in unserem Fall so, dass wir nun einen einzigen Eigenvektor gefunden haben. Wir bräuchten aber, da T ebenfalls eine 2×2-Matrix ist, zwei Eigenvektoren, um die beiden Spalten von T auffüllen zu können. Wenn man nun zu wenig Eigenvektoren hat, sucht man sich weitere wichtige Vektoren, das sind die sogenannten Hauptvektoren. Und diese findet man folgendermaßen, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wenn unsere Gleichung a minus lambda e gleich 0 zu wenig Vektoren geliefert hat, dann probiert man mal, ob die Potenzen von dieser Matrix vielleicht zu weiteren Vektoren führt. Also nehmen wir uns nochmal unsere Matrix A minus Lambda E, die wie vorhin so aussieht, und bilden mal das Quadrat davon. Multiplizieren sie also mit sich selbst und dabei kommt allerdings eine Nullmatrix heraus. Und damit sind auch alle weiteren Potenzen dieser Matrix eine Nullmatrix. Hieraus bekommen wir also leider keine weiteren Lösungen. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, einen Hauptvektor aufzufinden. Dazu schreibt man sich eine Gleichung auf a minus lambda e angewandt auf einen noch zu bestimmten Vektor w soll
unseren bereits bekannten Eigenvektor v ergeben. Vielleicht liefert diese Gleichung eine Lösung. Wir setzen also für v unseren bereits erhaltenen Eigenvektor 1 minus 1 ein. Diese Matrix kennen wir von vorhin und den zu suchenden Hauptvektor schreiben wir mit a und b. Durch Ausmultiplizieren erhalten wir das Gleichungssystem a plus b gleich 1 und minus a minus b gleich minus 1. Auch dieses Gleichungssystem hat wieder unendlich viele Lösungen. Es genügt uns eine Lösung davon, das wäre zum Beispiel der Vektor 1, 0. Ja, a gleich 1, b gleich 0 löst diese Gleichung und diese genauso. Dann nennen wir diese spezielle Lösung den Hauptvektor. In unserem Bild erkennen wir den Hauptvektor hier wieder, den Vektor 1, 0, der zeigt entlang der x-Achse. Das ist zwar kein Eigenvektor, aber er hat zumindest etwas mit der Symmetrie dieses Bildes zu tun und wir hoffen, dass uns dieser Vektor für eine übersichtliche Form der Matrix eine Hilfe ist. Kehren wir damit zurück zum Aufstellen unserer Transformationsmatrix. Wir haben also inzwischen unseren Eigenvektor 1 minus 1. Wir haben unseren Hauptvektor 1, 0 und können diese beiden Vektoren nun zusammenfügen zu einer Transformationsmatrix, indem wir sie einfach in die einzelnen Spalten hineinschreiben. Wir bilden auch gleich das Inverse der Transformationsmatrix, das so aussieht, und können damit unsere Transformationsgleichung komplett aufschreiben. Wir sehen hier unsere Matrix A, hier die Matrix T, hier die Jordan-Matrix und hier die inverse Transformationsmatrix. Und durch Ausmultiplizieren können wir uns davon überzeugen, dass diese Gleichung wieder unsere Matrix A liefert. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.